Hey, ihr Freunde, euer Mr. Druid mit dem Käffchen in der Hand. Ich grüße euch. Prösterchen. Oh, das ist noch viel zu heiß. Leute, bin ziemlich weit gekommen. Ich weiß, ich wollte eigentlich den Motor schon starten direkt, aber ich bin heute ein bisschen zeitlich knapp dran gewesen. Gestern zu lange das Video geschnitten, wegen der Standheizung. Also nochmal kurz, um auf die Standheizung von dem gestrigen Video zu kommen. Dieses Teil, ich habe das, glaube ich, nicht deutlich genug im Video erwähnt. Dieses Teil hier mit diesem Lüfter, das... Also dieser Lüfter selber ist kaputt. Ich habe dann bei Webasto heute angerufen und habe mal nachgefragt, wie es aussieht mit so einem Ersatz, also ob man gezielt dieses Teil einzeln bekommen kann, weil das ist ja auch nur so ein Anbau, ne, den man dann mit einer Dichtung dran machen könnte. Nein, hat Webasto gesagt, haben sie nicht einzeln, ich müsste mich an Mercedes wenden. Ja, und wenn ich jetzt bei Mercedes anrufe, wisst ihr selber, was da passiert, dann wird es richtig teuer. Ich wollte euch noch mal ganz kurz zeigen, wie ich das jetzt gelöst habe. Bis zu dieser Zeit, wo wir vielleicht diese Pumpe dann gebraucht oder so oder generell überholt, ich habe im Netz schon ein bisschen geguckt, kriegen. Und zwar habe ich jetzt diesen kleinen Kreislauf hier geschlossen. Also das ist die Leitung, die von oben runterkommt, wo das Kühlwasser reingeht. Da wird es erhitzt und dann geht es hierüber wieder in den großen Kreislauf. Dann hier die Zufuhr für den Diesel. Kabelbinder, eine Schraube rein, damit das Ganze erstmal zu ist. Ich werde das nochmal mit einem Kabelbinder festmachen, damit wir erstmal fahren können. Ich meine, wir haben ja jetzt theoretisch ein bisschen Zeit. Der Sommer steht vor der Tür. Die Standheizung wäre jetzt also die Zusatzheizung. Es ist eine Zusatzheizung, es ist keine eigene Standheizung. Ich habe der Dame am Telefon dann auch ganz lieb und nett bei Webasto dann auch gesagt, aber schauen Sie mal, da ist eine Taste im Auto drin, womit man die Heizung ein- und ausschalten kann. Ich sage, was hat das denn dann für eine Logik, wenn es nur eine Heizung ist, die den... Hat mir auch einige von euch geschrieben, die den Kreislauf zusätzlich erheizt, damit das Fahrzeug schneller, weil wir wissen ja, Diesel braucht ziemlich lange, um warm zu werden, der dann zusätzlich aufheizt. Ich sage, warum ist dann die Taste da? Da war sie ein bisschen verwundert. Deswegen denke ich, dass oben, da wo die unter den Scheibenwischern sozusagen in dem Kasten, unten in dem Wasserkasten, Wasser abläuft, dass da noch eine Pumpe ist, eine Förderpumpe. Deswegen ist auch diese dritte Leitung dran. Ja, da ist ja noch eine dritte Leitung, die so furztrocken ist. Und wenn die Pumpe kaputt ist, schaut mal, hier, da ist noch die dritte Leitung, die so furztrocken ist. Da ist nichts, kein Wasser, nichts, da ist schon so richtig Kalkablagerung. Wie auch immer, auf jeden Fall glaube ich, dass da wirklich noch eine Pumpe drin ist. Und die werde ich mir natürlich mal ansehen. Hat jetzt aber keine Eile, keine Priorität, weil wie gesagt, wichtig ist, dass jetzt zu den Sommertagen nicht die Heizung funktioniert, sondern der Rest. Und der Rest, ja, nimmt langsam Gestalt an. Ich nehme euch mal so. Ich habe jetzt schon den Luftschlauch, das Ladedruck, na gut, Verdichterrohr, Ansaugrohr, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, vom Luftfilterkasten unten an die Verdichterwelle vom Turbolader dran gemacht. Der Turbolader sieht wirklich picobello aus, vielleicht sieht man es so schöner. Dann noch den Temperatursensor hier vorne angeschlossen. Die neue Rolle drin und hier sieht man ja, eine Umlenkrolle ist auf der Pumpe drauf und das ist die Wasserpumpe selbst. Deswegen hatte ich ja gestern im Video hatte ich gesagt, ja, vielleicht wird hier elektrisch angetrieben. Fehlgedanke. Bei neueren Autos werden die Pumpen auch elektrisch angetrieben, aber nicht bei diesen Modellen, weil hier wird die über die Kurbel mit angetrieben, Kurbelwelle, und deswegen hat sich das auch schon erledigt. Schön sauber ist er geworden, schön sauber, wie ihr im Video sehen konntet. Mal hier alles schön sauber gemacht, damit man auch nachvollziehen kann, falls mal die Hochdruckpumpe undicht ist oder so, die werden gerne mal undicht, das ist jetzt nichts Neues. Und dann könnte man das alles, wie gesagt, sehen. Ja, Spanner ist super in seiner Form geblieben, aber der alte Riemen war ja auch noch in Ordnung. Deswegen habe ich jetzt trotzdem habe ich jetzt natürlich den neuen genommen. Der ganze Satz ist jetzt drin. Die alten Sachen liegen da. Da ist jetzt hängt der alte Riemen. Hier hängt der alte Riemen. Und jetzt haben wir hier die ganzen Sachen. Da habe ich auch gesehen. Wartet mal, welche Umlenkung? Die von dem Spanner. Wo ist die denn? Warte mal, wo ist der Spanner? Spanner, Spanner, Spanner. Der vom Spanner hier. Doch. Spanner gefunden, das ist der alte Spanner, den hatte ich ja bis zum Ende drin gelassen. So, da hat man gemerkt, also der ist jetzt nicht so, dass der Geräusche verursacht, aber der dreht sehr lange nach. Ne? Er hätte noch gehalten, kein Problem. Ja, auf jeden Fall ist er drin, funktioniert. Der ganze alte Satz ist hier. Die Teile funktionieren, wie gesagt, aber wenn, dann tauschen wir natürlich alles. Und das ist ja, hatte ich bei Instagram schon gepostet, das Bild des Grauens, alles angerostet. Und man hört auch da, also das Ding war auf jeden Fall
derjenige, der auch die Geräusche verursacht hat. Riemen ist drauf. Die Rollen sind drauf. Alles ist soweit drauf. Der nächste Step, der jetzt kommt, Freunde, ist der Kühler. Und wenn wir den Kühler dran haben, jetzt überlege ich gerade, wenn wir den Wasserkühler dran haben, also der Step ist ja so, ach, Lüftung, genau. Wir hatten ja bei dem Lüfter gesehen, dass der Stecker grün angelaufen war. Schaut mal da, ich habe das schon soweit eingesprüht, dass ich habe da mechanisch nichts gereinigt, nur eingesprüht und da ist schon fast alles weg. Und bei dem Lüfter hier unten selber war es ja auch komplett grün da drin. Und da sieht auch wieder alles töfter aus. Ja, und zwar habe ich das hier benutzt, und zwar Electronic Spray. Das ätzt sozusagen das ganze Zeug weg. Und ich könnte jetzt auch nochmal eine Furie nachdrücken, damit das über Nacht dann nochmal einwirken kann. Schön rein auf die Kontaktfläche, den Stecker nach oben halten, damit es reinläuft schön. Und dann lassen wir das mal wirken. Das gleiche mache ich hier auch nochmal beim Lüfter. So, so lass mal schön wirken. Weil dann kann ich nämlich das Ganze, ja, morgen anbauen. Step ist, Kühler rein, Wasserkühler, der kommt ja von hier oben rein. Das war ja so eine, deswegen haben wir den ganzen Scheiß hier gelöst. Ja, man sieht ja da vorne, alles ist gelöst. So, der Kühler rein, der Lüfter rein. Dann kann ich den Klimakondensator reinnehmen. Ich überlege gerade, Klimakondensator, Klima. Ja, und dann geht ja schon Richtung Ladeluftkühler. Ne? Also die ganzen Dinge, die da liegen. Und das wird wahrscheinlich so 3-4 Stunden dauern, bis alles schön sitzt und passt. Am Ende kann ich dann hier noch die Vakuumpumpe anschließen. Ich will das jetzt noch nicht machen, damit ich hier das starre, das bricht nämlich schnell. Ne? Das ist, macht hier so einen Knick, wird da hinten dann eingerastet. Ne? Hier vorne eingerastet. Ich will das jetzt nicht unnötig strapazieren, deswegen will ich es noch nicht dran machen. Und dann geht es auch schon los. Wir können dann den Motor starten. Ich denke mal, das wird morgen passieren. Boah, aber guckt euch mal die Injektoren an, wie eine Armee. Wie eine Armee. Warte mal, so. Da sieht man ja, wie schön gerade die von der Höhe her alle gleich sind. Ah, kann man das mal zeigen? Komm. Ah, schlecht. Aber ja, so bis ihr könnt es erkennen, oder? Ihr könnt es doch erkennen. Wie eine Armee hockt die da und wartet auf ihren Einsatz. Oh Gott, ich freue mich so richtig drauf. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, ist das Video auch schon wieder rum? Jo. Nimmt Form und Gestalt an. Boah, ich freue mich so. Wir können den Wagen, wenn jetzt die Injektoren nicht, wenn alle in Ordnung sind, ich habe jetzt noch zwei bekommen, noch ersatzhalber. Wenn nachher, wir werden das so machen, wenn wir den Motor gestartet haben und der Motor soweit läuft, werde ich komplett die das Steuergerät auslesen, natürlich alle Fehler erstmal löschen und dann würde ich mir die Zündzeit, also die Spritzmenge ansehen und ob er womöglich nachkorrigiert. Nachkorrigiert heißt, wenn er merkt, der Zylinder war, weiß ich, 4, also Injektor 4, Menge zu gering, dann spritzt er, je nachdem nimmt er Sprit weg oder drückt Sprit rein. Um den Leerlauf ruhiger zu behalten, ja, also um den, daran ist ja auch, dadurch ist ja auch aufgefallen, dass zum Beispiel Zylinder 3 an dieser Stelle zu viel nachgesteuert hat, also sehr zusätzlich nochmal nachgespritzt, um den Leerlauf ruhig zu gestalten. Fakt ist, dass dadurch dann auch der Motor unruhig lief, ja, also der Motor lief dadurch unruhig, weil er zu viel nachregeln musste. Und das, da bin ich mal gespannt, wie dann das Ganze aussieht, ob der Motor. Also ein Sechszylinder, das ist ja förmlich schon so, dass du eine Tasse abstellen kannst und da sollten kaum Vibrationen stattfinden. So ruhig laufen die. Und da bin ich mal gespannt, wie das Ergebnis ist laut dem Steuergerät. Ich habe sogar die Original-Mercedes-Software kriege ich geliehen von einem hier, damit ich das durchführen kann, den Test. Ja, und dann kommen die ganzen Scheinwerfer wieder rein und dann geht's auf die Straße. Dann geht's auf die Straße. Standheizung kümmere ich mich drum. Zusatzheizung. Zuheizer. Zuheizer heißt es ja. Da kümmere ich mich drum. Ich werde mir das mal ansehen, ob da eine Pumpe drin ist. Jo, wow, toll. Echt toll. Ja, ich bin begeistert, Leute. Ich hoffe, ihr auch. Ich entschuldige mich auch nochmal wirklich extrem dafür, dass ich manchmal die Videos so spät hochlade. Aber das ist, weil, wisst ihr, hier auf diesem Gelände, ja, dann kommt mal der Linke. Ey, kannst du mal ganz kurz gucken? Kannst du mal kurz helfen? Dann kommt der Rechte. Kannst du mal kurz helfen? Man selbst geht auch mal. Ey, hast du eine Niete, die so groß ist? Oder was auch immer. Das Problem ist, man schwirrt hier teilweise so viel rum, dass auch viel Zeit vergeht. Dann quatscht man sich auch kurz. Ihr kennt ja, wer das ist. Ne? Und da muss ich mal schauen, dass ich das ein bisschen strikter angehe. Und die Sache ein bisschen besser gestalte. Jo.
Thermostat auch neu. Thermostat auch neu, Leute. Ah, ich freue mich so. Ja, Wasserpumpe ist drin. Wie gesagt, Dichtfläche hatte ich ja nochmal mit dem Grünen nachgebessert, weil das Alu läuft natürlich auch an. Ne? Man hat das ganze Wasser drumherum, dann wird es undicht, dann läuft es ein bisschen an. Und deswegen mache ich bei sowas, auch wenn eine neue Dichtung, da war eine Blechdichtung bei, immer nochmal so einen grünen, leichten Streifen drumherum. Und dann ist es 100% dicht. Jo. Weil einige geschrieben hatten, das ist gar nicht nötig. On top, okay. Nicht übertreiben, weil bei Druck presst es womöglich nach innen hin und dann habt ihr die Suppe natürlich im Kühlkreislauf oder je nachdem, wo ihr das drauf macht. Deswegen nicht übertreiben, ganz dünnen Film nur. Wenn es ein bisschen übersteht und ihr lasst es über Nacht trocknen, dann ist das sowieso fest. Alles gar kein Problem. So, euer Mr. Do It, bis morgen, bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.